Die Welt ist schon ziemlich verrückt, muss man sagen. Da haben wir einerseits Aktienmärkte, die feiern schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft, weil sie hoffen, dass die Zinsen dann sinken und Geld billig wird, womit Liquidität dann wieder die Kurse nach oben spülen kann. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir sehen jetzt die Gefahr eines völlig unerwarteten Krieges zwischen Iran und Pakistan. Das wird eine ziemlich seltsame Konfrontation, die vorher niemand auf dem Zeiger hatte. Das war zweitens und drittens der Auftritt eines Präsidenten eines Landes, das durch eine sozialistische Herangehensweise an die Wirtschaft in den wirtschaftlichen Ruin getrieben wurde und der gestern in Davos dem Westen nochmal versucht hat klarzumachen, warum seid ihr so wohlhabend geworden? Denn der Westen ist ja jetzt auf dem Weg, den realen Sozialismus, gegen den er sich faktisch durchgesetzt hat, praktisch sich wieder einzuverleiben und immer sozialistischer zu werden. Der Trend geht ja zu immer mehr staatlichem Eingreifen in die Wirtschaft. Das alles wird die Wirtschaft schwächen. Das alles wird die Sozialstaaten schwächen. Es ist das alte Thema Umverteilung, statt erstmal die Frage zu stellen, naja, wie kriegen wir es denn rein, damit wir es dann umverteilen können? Das ist etwa die Diskussion vielleicht in der Steinzeit in der Höhle, wo so ein paar Schlaumeier schon philosophieren, wie die Beute verteilt wird, aber sich eben an der Jagd nicht beteiligen. Und das genau hat Milei gestern dem Westen nochmal in Erinnerung gerufen, wahrscheinlich sehr zum Missfallen von Charles Schwab und Co. Schauen wir uns die Lage mal an zunächst. Das, was ich vorhin angesprochen hatte, Pakistan jetzt mit einem Militärschlag mit Raketen in den Iran, nachdem das Gleiche vorher ja der Iran gemacht hat in Pakistan. Warum? Weil da ein paar Rebellen sitzen in Pakistan, die aus dem Iran kommen. Das sind offenkundig Sunniten. Der Iran ist ja schiitisch, 95%, aber da sind ein paar sunnitische Iraner, die sich diesem Regime widersetzen. Deswegen hat der Iran da einen Militärschlag verübt und jetzt hat Pakistan, das zu um und bei 85% sunnitisch ist, eben einen Militärschlag im Iran gemacht. An den Grenzen sind die Militärs mobilisiert, die Grenzen sind offenkundig geschlossen. Da ist also eine Spannung plötzlich drin, die keiner erwartet hat. Offenkundig gibt es da auch Scharmützel an der Grenze, bei denen ein Kommandeur der Revolutionsgarden, der iranischen Revolutionsgarden, getötet wurde. Also das ist schon sehr, sehr merkwürdig, was da passiert. Völlig neues Themenfeld jetzt. Nachdem ohnehin schon erstaunlich ist, dass die Houthis, eine vergleichsweise kleine Gruppe von versprengten Sunniten, es schaffte, den Welthandel so stark zu beeinflussen, indem viele Schiffe nicht mehr das Rote Meer befahren und dann durch den Suezkanal fahren können. Jetzt neue Militärschläge der USA und Großbritanniens gegen die Ziele im Jemen. 14 Ziele wohl sind da angeflogen worden. Man will also versuchen, dass die keine Missiles mehr schicken können. Das ist das Geopolitische. Kommen wir wieder zurück zu den Marktnachrichten. Good News is Bad News. Also die Aktienmärkte feiern schlechte Nachrichten und fallen, wenn wir gute Nachrichten bekommen. So gestern die US-Einzelhandelsumsätze und hier sehen wir, dass die Zinserwartungen für März und für das ganze Jahr nach unten gegangen sind. Das Atlanta GDP Now Model, das praktisch so ein Realtime-Tracker für das Wirtschaftswachstum ist, ist jetzt mit diesen besser als erwarteten Einzelhandelsumsätzen von 2,2 auf 2,4% gestiegen. Klar, da musst du unbedingt die Zinsen senken, könnte man sagen, aber vielleicht muss die Fed es tun, weil eben diese Reverse Repo Volumina so stark zurückgehen, weil dieses BTF-Programm auslaufen wird, womit sich Banken wunderbar finanzieren können. Mit anderen Worten, dieser Liquiditätsentzug könnte zu krass werden, sodass die Fed dennoch die Zinsen senken muss im März, auch wenn es die Konjunkturdaten und die Inflation vielleicht gar nicht hergeben. Wir sehen aber, dass es jetzt fast eine 50-50-Chance ist mit den Zinsen und wir sehen eben auch, dass sich wieder ein klarer Parallellauf zeigt, respektive ein spiegelverkehrtes Bild. Bei Anleiherenditen steigen die Anleiherenditen, fallen die Aktienmärkte, fällt der Nasdaq, fallen die Anleiherenditen, dann steigt der Nasdaq. Dieses Muster war mal völlig außer Kraft gesetzt für einige Monate, vor allem nachdem ChatGPT diese KI-Euphorie, diesen KI-Dusel geradezu
ausgelöst hat. Wir haben also jetzt wieder dieses Muster und das steigende Renditen fallende Aktienmärkte bedeuten und umgekehrt. Und hier sehen wir mal dieses Muster auch grafisch ausgedrückt. Wir haben gesehen, dass die 10-jährige Anleiherendite jetzt aus diesem Abwärtstrend ausgebrochen ist. Vielleicht kommt da wieder ein Test des Ausbruchsniveaus, das heißt, die Anleiherenditen würden fallen, was den S&P nochmal beflügeln würde, der aus seinem Aufwärtstrend auszubrechen droht. Fast alle gehen ja davon aus, dass die Renditen fallen. Hier sehen wir das Ganze nochmal in einem anderen Chart oder in einem anderen Chartbild. Nochmal auch mit dem Dollar. Auch das ist praktisch spiegelverkehrt. Starker Dollar ist schwache Aktienmärkte, schwache Dollar ist starke Aktienmärkte. Hier sehen wir rechts den Dollarausbruch aus dem Abwärtstrend. Sieht so ähnlich aus wie bei den Renditen. Also man muss auf Renditen und Dollar achten. Unten sehen wir noch so ein bisschen den S&P rechts in der Grafik. However, wie wird es weitergehen? Wir haben auch einen Ausbruch beim VIX gesehen, also beim Angstbarometer. Gestern ja VIX Expiration, also VIX-Kontrakte sind ausgelaufen. Wir sehen den VIX jetzt mit 15, irgendwas auf dem höchsten Niveau seit 2 Monaten. Hat den Aktienmärkten nicht so doll geschmeckt gestern in den USA, die sich allerdings zum Handelsende nochmal erholt haben. Diese Erholung scheint sich zunächst mal fortzusetzen. Hat sich ein bisschen angekündigt, diese Erholung, denn der S&P 500 war im kurzen Zeitfenster versehen mit positiven Divergenzen. Wir hatten also hier positive Divergenzen sowohl beim MACD als auch beim RSI, jetzt relativer Stärkeindex charttechnisch gesehen, aber übergeordnet sehen wir, dass die Zahl jeder Aktien im S&P 500, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln, doch deutlich gefallen ist. Wir waren gestern, was die breite Masse der Aktien betrifft, so überverkauft wie zuletzt im Oktober, erstaunlicherweise. Obwohl man das in den Indizes überhaupt nicht sieht, hatte ich gestern gezeigt im Marktgeflüster anhand des NIMO, also der Anzahl der Aktien, die steigen in Relation zur Anzahl der Aktien, die fallen. Und die allermeisten Aktien sind ja gefallen, auch wenn das bei den Indizes gar nicht so schlimm aussah. Wie ist jetzt die Stimmung? Wir sehen bei der neuesten Umfrage unter US-Privatinvestoren der Anteil der Bullen zurückgegangen auf jetzt 40%. Also immer noch deutlich mehr als die Bären, die jetzt bei 26,8% sind. Die meisten Bullen sind allerdings ins neutrale Lager abgewandert. Wir sehen, und das ist interessant, dass die Most Shorted Stocks in 2024 bisher sehr schlecht laufen. Also vor allem auch Meme-Aktien. Was ist mit AMC, GameStop und solche Superwerte, die unter Druck sind, also ein anderes Muster als im Jahr 2023. Kommen wir noch zu anderen Seltsamkeiten, also zu Donald Trump. Der hat sich jetzt gegen eine digitale Währung ausgesprochen, gegen den Digital Dollar, indem er sagt, solch eine Währung würde der Regierung, würde den Machthabern die absolute Kontrolle über dein Geld geben. Ja, das steht zu fürchten. Deswegen finde ich das ziemlich sympathisch, was Trump hier sagt, bei aller Kritik, die ich sonst an ihm habe. Biden, sein Konkurrent, wird jetzt heute um 14.15 Uhr Eastern Time über die Wirtschaft in den USA sprechen. Und die Aktienmärkte in den USA sind ja durchaus gut gelaufen, anders als die chinesischen Aktienmärkte. Hier sehen wir mal, wie billig inzwischen zum Beispiel der Hang Seng ist in Relation zum Nasdaq. Denn der Hang Seng handelt jetzt, was die Bewertung betrifft, unter dem Buchwert des Nasdaq. Also das ist unfassbar billig. Der Buchwert ist ja praktisch Eigenkapital dividiert durch die Anzahl der Aktien. Normalerweise ist ja dann noch die positiven Aussichten oder Aussichten werden dann noch mit eingepreist. Also das ist im Grunde eine unfassbare Situation, dass jetzt der Hang Seng, der heute, naja, Pi mal Daumen unverändert ist nach dem gestrigen Abverkauf, dass hier diese Relation so extrem ist. Aber auch das ist eine Folge eben jetzt der sozialistischen Planwirtschaft unter Xi Jinping, der nicht nur eben staatliche Konzerne bevorzugt, sondern und damit die Ineffizienzen in der chinesischen Wirtschaft weiter steigert, sondern durch eine vermeintliche Korruptionskampagne eine Angststimmung schürt, sodass keiner sich traut, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Auch das kennen wir aus dem realen Sozialismus hervorragend. Wer übrigens hier vor 10 Jahren $10.000 in den Hongkong, in den Hang Seng investiert hat, der hätte jetzt noch $6.800
Das sogar vor Inflation noch. Also wir sehen, das hatte durchaus Folgen, aber der Westen will jetzt wieder mehr Staatlichkeit. Das ist so ein bisschen eine Wiederholung aus den 1920er und 30er Jahren. Da hat man auch gesehen, oh, der Kuchen könnte kleiner werden, es wird schwieriger. Also kommen sozialistische Ideen, ob von rechts oder von links, immer mehr in Mode. Und in China rächt sich das, als jetzt zum Beispiel Chinas Statistikbehörden das Bruttoinlandsprodukt extra für 2022 nochmal etwas runtergerechnet haben, damit der 2023 besser aussieht. Da hat man ja behauptet, die Wirtschaft wäre 5,2% gewachsen. Realistischer ist das, was der US-Thinktank Rhodium sagt, so um und bei 1,5%. Hier sieht man unten in dieser Grafik übrigens, dass Chinas Aktienmärkte auch gegenüber anderen asiatischen Aktienmärkten deutlich schlechter performen. Also das hatte durchaus seine Gründe. Einer der Konkurrenten Chinas, und das ist den Chinesen ja ein Dorn im Auge, ist Taiwan und vor allem TSMC, dieser Chip-Produzent, jetzt erstmals wieder ein Wachstum bei den Sales, also bei den Umsätzen. Das könnte heute sich positiv auf die Tech-Werte auswirken, die gestern ja auch gefallen sind. Und wenn wir nochmal zu Milei und dieser Rede in Davos kommen, hier hat er nochmal klar gesagt, egal wie reich du bist, und Argentinien war ja sehr reich, einst zählte zu den reichsten, wohlhabendsten Ländern der Welt, wenn du Mechanismen installierst, die die freie Funktion der Märkte außer Kraft setzen, dann wird das immer in Armut ändern. Daniel Stelter sagt, noch könnten wir in Deutschland umsteuern, machen wir es, das ist die Frage, sieht nicht so aus. Das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck plant jetzt ein Recht auf Homeoffice-Gesetz vor. Ich bin absolut fürs Homeoffice, gar keine Frage, aber schreibt es den Leuten doch nicht vor, schreibt es den Firmen nicht vor, was für ein Unsinn, lass die Firmen das entscheiden. Und wenn ich als Arbeitnehmer, der sich teilweise ja inzwischen aufgrund des Arbeitskräftemangels ja die Stellen sowieso aussuchen kann, keinen Bock habe auf eine Firma, wo kein Homeoffice möglich ist, dann gehe ich da nicht hin, fertig. Warum muss ich da wieder staatlich von oben eingreifen? Milei hat ja den Markt als eine Entdeckungsreise bezeichnet, die Erfolgreiche belohnt und schlechte Ideen aus dem Markt drängt. Und das genau wird jetzt mehr und mehr unterdrückt, indem der Staat immer mehr zu einer Planwirtschaft greift, immer mehr in die Wirtschaft eingreifen will. Das ist genau das große Dilemma, das wir haben. Und dann hier dieses Framing von Milei als Rechtspopulist ist aus meiner Sicht total falsch. Die Rechten nämlich wollen einen staatlichen Zwangsapparat für ihre rechtssozialistischen Ideen. Die Linken wollen es für ihre linkssozialistischen Ideen. Die Linken verteilen ja immer das Geld der anderen, nicht ihr eigenes. Und solche Leute wie Milei sind gegen Zwang, sind gegen die Eingrenzung individueller Freiheiten. Natürlich muss es Einschränkungen von Freiheit geben, da wo ich, wenn ich mich ungezügelt verhalte, die Freiheit der anderen einschränke, völlig klar. Aber ich denke, das ist eine wichtige Botschaft, die von Milei ausgegangen ist, die wir alle berücksichtigen sollten. Vielleicht gibt es noch einen Weg zurück. Aber hier in Deutschland wird das Ganze jetzt schwieriger. Neue Hiobsbotschaften vom Arbeitsmarkt ZF. Wohlabbau von 18.000 Stellen. Brose 3.000 Stellen. Meyer Burger 500 Stellen. Bayer wird wohl deutlich Stellen abbauen. Das Ganze muss dann wohl wieder durch neue Subventionen, durch neue Planwirtschaft kommen, indem man 4 bis 5 neue Chipfabriken baut, die wahrscheinlich dann sowieso keiner braucht. Das alles unter dem Diktat, wir wollen ja irgendwie CO2-frei werden mit unserer Energiewende, aber der CO2-Gehalt der deutschen Stromversorgung ist 9-mal so hoch wie der in Frankreich. Hurra, da kann man nur sagen, großen Glückwunsch zu all dieser genialen Politik. Jetzt hier auch das Wirtschaftsministerium. Oder hier das BMZ finanziert, also staatlich wird die evangelische Kirche, werden Projekte der evangelischen Kirche finanziert und die machen unter anderem Gender Trainings in China oder ein Projekt zu positiver Maskulinität in Ruanda. Das ist natürlich toll, wie unsere Gelder da verwendet werden. Das war mir immer schon ein Anliegen, dass in Ruanda die Maskulinität etwas positiver wird. Während gestern dann ein Auftritt von Baerbock wieder mit großartigem Englisch. Ceasefire doesn't fall from the sky. Diese Frau hat angeblich in London studiert. Merkt man ihr jetzt nicht an. Gell? Also das ist schon eine gewisse Lächerlichkeit, mit der man sich da preisgibt, wenn man schon kein Englisch kann.
Das ist wirklich ein bisschen peinlich als Außenministerin. Abschließend zwei Hinweise, meine Damen und Herren. Werden jetzt die Zinsen im Juni sinken? Es gibt Andeutungen von EZB-Mitgliedern, dass dem so sein könnte. Erste Empfehlung als Artikel. Und die zweite, ist der DAX jetzt so angeschlagen, dass es weiter nach Süden geht? Oder sehen wir jetzt eine Erholung? Zweite Empfehlung, ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.